Es kommt. Dies NES Collection. Ein NES, ein Controller, ein Gamer. Dies NES Collection. Ein Gamer und sein NES zocken gegen das Unrecht. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Dies NES Collection. Vielleicht habt ihr es schon erkannt. Dieses Mal spiele ich Knight Rider. Das NES-Spiel basierend auf der Fernsehserie von 1982 bis 86 lief sie, glaube ich, mit David the Hoff Hasselhoff in der Hauptrolle als Michael Knight. Ich bin mit der Serie nicht wirklich vertraut. Ich habe damals als Kind, als es im deutschen Fernsehen lief, mal die eine oder andere Folge gesehen, ohne wirklich zu verstehen, worum es eigentlich geht. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir haben ein Auto, Kit und seinen Fahrer, Michael Knight, eben der Knight Rider. Und ich denke, wir schauen es uns einfach mal gemeinsam an. Ich hatte übrigens sehr viel Spaß beim Drehen des Intros. Das NES-Spiel Knight Rider erschien am 30. September 1988 in Japan, am 1. Dezember 1989 in den USA und, wie immer zum Schluss, am 27. Juli 1990 in den PAL-Regionen, also auch bei uns. Und eigentlich gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt, um Knight Rider zu spielen, denn die amerikanische Erstausstrahlung war am 26. September 1982, also vor ziemlich genau 40 Jahren. Jetzt aber zum Spiel. Der Titlescreen sieht erstmal vielversprechend aus, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Spiel von 1988 ist. Allerdings möchte ich anmerken, dass der originale japanische Titelbildschirm etwas anders aussieht. Und jetzt müsst ihr kurz die Lauscherchen aufsperren. Denn was hört ihr gerade? Richtig, irgendeine Titelmusik, die aber nicht der Titelmusik aus der TV-Serie entspricht. Wieso der japanische Entwickler Pac-In Video, von denen ich noch nie etwas gehört habe, sich nicht an der Titelmusik der Serie orientierte, ist mir ein Rätsel. Eigentlich regt mich sowas ja immer auf, aber um ganz ehrlich zu sein, dieses Theme gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Das Spiel bietet zwei verschiedene Modi, Mission und Drive. Ich probiere mich zunächst an Mission. Ah, es gibt also eine Passwortfunktion. Das finde ich schon mal sehr gut. Denn der Briefing-Screen deutet an, dass es anscheinend 16 Level gibt. Scheint also ein entsprechend langes Spiel zu sein. Mal sehen, wie weit ich es schaffe. Im Briefing kriege ich von meinem Auftraggeber, dem leitenden Direktor der Foundation für Recht und Verfassung, Devin Miles, meine Mission um die Ohren gehauen. Und dafür holt er mich 3 Tage früher aus dem Urlaub. Unverschämt. Mit Hilfe von Dr. Bonnie Barstow kann ich den Wagen Kit, kurz für Knight Industry 2000, immer ein bisschen upgraden oder mit Waffen ausstatten. Mehr Benzin, mehr Schild, höhere Geschwindigkeit oder Raketen und Laser stehen hier zur Auswahl. Und dann geht's auch schon los. Das Spiel ist ein Rennspiel gegen die Zeit mit Schusswaffen. Sowohl Kit als auch die gegnerischen Autos sind mit Feuerwaffen ausgestattet. Im Heads-Up-Display werden neben der verbleibenden Zeit noch der Schild von Kit und das Benzin angezeigt. Diese 3 Werte, Zeit, Schild und Benzin, dürfen nicht 0 erreichen, sonst ist das Spiel vorbei. Also eigentlich Basic Stuff. Nützlich ist hier der Radar, der Abstand zu den anderen Fahrzeugen angibt, sowie scharfe Kurven anzeigt. Ziemlich praktisch im Straßenverkehr. Und mit Select kann ich zwischen der gewöhnlichen Gun, den Raketen und dem Laser hin und her schalten, wobei ich bislang nur die Standardwaffe besitze. Gelbe Wagen hinterlassen beim Abschießen ein Power-Up, wie beispielsweise den Laser. Mit Druck auf B aktiviere ich den Turbo Boost. Wenn Kit ein gewisses Tempo besitzt,
fliegt der Wagen, so dass ich über andere Verkehrsteilnehmer hinweghüpfen kann. Sehr praktisch im Feierabendverkehr. Irgendwie ist mein Timer bereits auf Null. Ich weiß nicht einmal, wie weit ich vom Ziel entfernt bin. Der Wagen rollt noch aus und... Ende. Ende mit 1337 Punkten. Ja, wow. Okay, nächster Versuch. Ich fahre so gut ich kann und beseitige alles auf meinem Weg wie ein Wahnsinniger. Nö. Das lief nicht wirklich besser. Was soll ich machen? Wo ist das Ziel? Versuch Nummer 3. Okay. Wieso? Wieso will das nicht, wie ich will? Game over. Ich bin unglaublich begeistert von diesem Spiel. Ich will mich nicht beschweren, aber... Bin ich zu dumm, um das erste Level zu schaffen? Und es wird einfach nicht besser. What the fuck? Nee, echt. Ich check's einfach nicht. Ich fahre so gut ich kann, so schnell ich kann, so präzise ich kann. Und ich bin nicht in der Lage, das allererste Level des Spiels durchzuspielen. Ist mir jemals der Start eines Spiels so schwer gefallen? Ich glaube nicht. Irgendwie war ich immer in der Lage, zumindest ein kleines bisschen Fortschritt zu sehen, egal wie schwierig oder egal wie kacke ein Spiel war. Ach du Scheiße, wie viel Shield dieser kleine Auffahrunfall abgezogen hat. Tja, Game over. Mal wieder. Endlose Begeisterung. Damit ich mal was anderes vom Spiel sehe, schaue ich mir mal den Drive-Mode an. Allerdings bin ich doch bereits die ganze Zeit schon gefahren. Wo nun liegt also der Unterschied zwischen Mission und Drive? Oh, Überraschung. Im Drive-Modus fahre ich. Hey, wow. Es gibt allerdings tatsächlich zwei große Unterschiede. Erstens, Kit ist bereits voll ausgerüstet mit Shield, Benzin und dem besten Motor. Und zweitens, weder Kit noch die Gegner können schießen. In diesem Modus kann ich mich also zu 100% aufs Fahren konzentrieren. Das sollte nun kein Problem darstellen. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich einen Blick in die Anleitung werfen, die ich nicht habe. Also ziehe ich mir eben was aus dem Internet. Aha, okay. Also, folgende Punkte könnten mir helfen. Im Heads-Up-Display befindet sich diese kleine, unauffällige Anzeige. Dieses rote Quadrat ist meine aktuelle Position und dieses Quadrat soll den rechten Rand der Anzeige erreichen. Damit habe ich schon mal eine Art Ziel. Und was vielleicht auch noch interessant ist, die blauen und weißen Fahrzeuge sind Zivilisten oder sind Mitstreiter der Foundation für Recht und Verfassung. Diese abzuballern wird mit 5 Sekunden Abzug auf dem Timer bestraft. Ergo bin ich in den letzten 6 Runs wie ein besenkter Idiot durch die Gegend gerauscht und habe absichtlich Zivilisten niedergebrezelt. Fuck. Das tut mir leid. Ehrlich. Aber jetzt, da ich diese durchaus wichtige Info habe, wird es nun sicher besser laufen. Schließlich werde ich nun keine Zeitabzüge mehr erfahren. Die Zeit sollte nun also ausreichen. Hab ich zumindest gedacht. Mein Shield? Jetzt ist das Shield mein Problem? Ey, fahr ich wirklich so schlecht? Muss wohl. Was zum Fick soll das? Ich krieg einen Föhn hier. Mein Benzin? Jetzt wird mir auch noch der mangelnde Treibstoff zum Verhängnis? Also, irgendwie bin ich insgesamt zu blöd dafür. Jetzt läuft mir schon wieder die Zeit davon, aber ich hab's beinahe geschafft. Fast. Oh, ich glaube, ich hab's. Das erste Level ist geschafft. Oh, zurücklehnen und... Da fuck, ein Boss. Ah, damit habe ich gar nicht gerechnet. Nee. Nee, also, nein. Ich bin nicht der Knight Rider. Ich bin raus. Knight Rider, ein Racing-Game, lose basierend auf der TV-Show der späten 80er Jahre. Als jemand, der kaum etwas über Knight Rider weiß, ging ich mit recht wenig Erwartung an das Spiel heran und wurde trotzdem enttäuscht. Und was genau enttäuscht mich an dem Spiel? Fangen wir an mit der Optik. Diese ist für 1988 erstaunlich gut. Farbenvielfalt ist vorhanden, die Sprites der Fahrzeuge sind gut erkennbar, das Heads-Up-Display ist übersichtlich und gut gestaltet. Aus anderen Videos weiß ich, dass sich die Levels von der Farbgestaltung her noch unterscheiden werden. Das heißt, wir fahren hier mit Kit nicht nur bei strahlendem Sonnenschein, sondern auch mal bei Sonnenuntergang, bei Schnee oder bei Nacht. Und das jeweils
mit einer anderen Stadt im Hintergrund. Also auch da gibt es ordentlich Abwechslung. Es fehlen meiner Meinung nach noch ein paar Texturen, aber eigentlich ist das optisch echt okay. Aber mehr als okay ist es nicht, hab aber schon deutlich hässlichere Spiele gesehen und deswegen gibt es für die Optik von mir 6 von 10 Pilze. Die musikalische Untermalung lässt leider zu wünschen übrig. Gelobt hatte ich zwar das Title-Theme, welches leider nicht das Theme der TV-Serie ist, was ich niemals nachvollziehen werde, und auch die restliche Musik ist nicht schlecht. Aber was das Ganze mal wieder kaputt macht, ist die geringe Auswahl an Musik. Es gibt sagenhafte 4 Themes für das gesamte Spiel. Die Titelmusik, das Level-Theme, das Boss-Theme und das Ending-Theme. Und ich weiß nicht so recht. Durch das gesamte Spiel hinweg, 16 Level lang, nur 2 verschiedene Themes im Wechsel zu hören, also das Level- und das Boss-Theme, das ist mir dann wiederum viel zu wenig Abwechslung. Da hätte man sich doch deutlich mehr Mühe geben müssen. Aber das, was zu hören ist, ist kein Griff ins Klo. Und deswegen bekommt die Musik von mir zumindest noch 4 von 10 Feuerblumen. Das Gameplay. Ey, was soll ich zum Gameplay sagen? Ich bin ehrlich, das Gameplay ist gar nicht mal so schlecht. Es ist ein Racing-Game mit Waffen, welches technisch eigentlich recht gut umgesetzt ist. Mir gefällt die Auswahl an Waffen, mir gefällt das Turbo-Feature, mir gefällt das Upgrade-System, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist das Spiel einfach hart wie Scheiße. Und das stresst mich. Wieso mal alles in der Welt bin ich nicht in der Lage, das erste Level durchzuspielen? Das allererste Level. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das restliche Spiel leichter wird. Das erste Level, also echt. Ja, man könnte nun sagen, ich sei einfach ein Kackboon und ich sollte die Finger von NES spielen lassen, aber ich glaube, es liegt einfach an meiner Ungeduld und meiner Frustschwelle, die sehr schnell erreicht war, nachdem ich binnen weniger Minuten den Game Over Screen häufiger gesehen habe, als mir lieb war. Mit Geduld sehe ich mich in der Lage, das erste Level wohl durchzuspielen, aber wenn ich für das erste Level knapp eine Stunde benötige und das Spiel aus insgesamt 16 Level besteht, dann bin ich mir nicht sicher, ob mir die Zeit nicht zu schade für dieses Spiel ist. Und das wirkt sich dann doch etwas stark auf die Punkte für das Gameplay aus. Daher gehe ich runter auf 4 von 10 Sterne. Damit sind es 6 Punkte für die Optik, 4 Punkte für die Musik und 2x4 Punkte für das Gameplay, was insgesamt 18 von 40 Punkte sind. Knight Rider schneidet also insgesamt eher schlecht ab, obwohl es per se gar nicht so kacke ist. Ich habe ein vergleichbares Spiel gespielt, das mich eher an den Rand des Brechreizes geführt hatte, namentlich Days of Thunder. Aber ein anderes Spiel dieser Kategorie, Mac Rider, welches auch nicht leichter ist, halte ich für gelungener, hat seinen eigenen Retro-Charme und einen höheren Nostalgiefaktor. Wer solche Spiele mag, darf sich gerne an Knight Rider versuchen. Dafür muss man kein Fan der Serie sein, denn ich glaube, gerade die kommen auch nicht wirklich auf ihre Kosten. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Dies NES Collection. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Macht es gut, euer Unknown D. Tschüss, Leroux!